Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Ich muss mich erstmal hier zu Anfang entschuldigen, dass gestern keine Folge Hearthstone kam. Eigentlich hatte ich das alles so eingeplant, aber ich war gestern mega fertig noch von dem Umzug. Dann hat mich ein bisschen die Krankheit erwischt und ich bin jetzt halt ziemlich krank eigentlich, wie ihr vielleicht hört. Ich habe auch hier gerade nur das Headset auf einem Ohr auf, weil ich mega Ohrenschmerzen habe und nicht mein eines Ohr zu arg belasten will. Aber ich ziehe das trotzdem durch, weil ich Hearthstone-Folgen brauche für euch. Und ja, wir machen jetzt weiter. Ich habe jetzt eigentlich schon, theoretisch hätte ich jetzt schon eine Folge aufgenommen gehabt. Da ich aber plötzlich in beiden Spielen einen Disconnect hatte, habe ich mir gedacht, fuck this shit. Ich könnte kotzen, ich höre jetzt erstmal auf und habe dann jetzt bei meinem Internetanbieter angerufen und da mal ein bisschen Drama gemacht hier. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ja, falls ihr euch wundert, wir sind jetzt nur noch auf Rang 14 ohne Sterne, weil, ja, wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal zwei Spiele komplett verloren, einfach weil ich absolute Disconnects hatte, die halt echt mich mega aufregen. Wir haben zwei Quests, aber ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon einmal zwei Runden mit meinem Priest gespielt, aber ich habe ehrlich gesagt absolut keinen Bock mehr gerade auf den Priest, weil ich glaube, das liegt am Priester, dass ich disconnecte. Wir spielen jetzt eine Runde mit unserem, was könnten wir denn spielen? Aggro Warrior haben wir schon. Wir spielen mal wieder mit dem Hunter. Den Hunter hatten wir schon sehr lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Den Hunter hatten wir wirklich lange nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, zack. Nee, du bist das falsche Deck. Du bist immer noch das falsche Deck. Wo ist denn unser Hunter? Hier. Ist es mittig auf die Nase? Ich glaube, es ist mittig auf die Nase. Ah, nee, es ist Hunter Version 1.1, oder? Ich weiß es gerade im Moment nicht. Aber ich finde die Starthand schon mal gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben, Kill Command auf jeden Fall safe. Das heißt, wir haben Turn 2, Turn 3, Turn 4. Das finde ich eigentlich ganz gut. Können sogar King's Alec in Turn 1 spielen. Oh, das Kamel. Das ist schön. Es fehlt nur noch eine Fiery Bat. Savannah Highman. Wow. Das ist eine dieser Karten, wo man sich denkt, nee, lieber nicht. So, hi Frosch. Bin gerade in der Aufnahme, melde mich später. Ah. So. Okay, wir haben den Qualde gezogen. Das ist eigentlich die Karte, die man gerade nicht ziehen will. Wir spielen jetzt hier King's Alec raus. Es ist halt dieser standardmäßige Ding, wie man ihn kennt. Wow. Okay, wir spielen auf jeden Fall gegen den Murloc Paladin. Das ist uncool. Wir müssen ihn halt so relativ schnell finishen. Ich überlege mir gerade, Coin Qualde zu machen, aber das wäre dumm. Das wäre wahrscheinlich ganz schön dumm. Ich behalte mal den Coin. Für irgendwas wird er sicherlich noch gut sein. Geht Face, das ist in Ordnung. Hat er einen 1er Drop drin in seinem Deck? Wir werden es einfach gleich sehen, hätte ich mal gesagt. So, Kamel. Ne, er hat nämlich keinen drin. Oh, und wir ziehen natürlich den schlechten 1er Drop. Das ist natürlich klar gewesen. Ich hätte gerne den Injured Quality gezogen, den zweiten. Einfach, dass wir mehr Value haben. Spielt ein Taunt. Spielt ein Taunt, was soll denn das? Komm, der Schuss geht da rein, komm. Yes, nice. Damit kann ich arbeiten. Jetzt mache ich nämlich meinen Killer-Kamel. Boom. Das gute Killer-Kamel mit 4-6. Das ist 4-6 ist einfach Top-Kamel, hey. Stell dir mal vor, die Viecher würden, je nachdem wie stark sie sind, einfach auch größer und stärker werden, wie das Kamel dann aussieht. Das hat dann den Oberarm des Todes oder das Oberbein oder wie nennt man das bei einem Kamel? Das ist ja ein Vierbeiner. Theoretisch müsste er dann näher den Oberschenkel des Todes haben, aber alle vier. Wäre wahrscheinlich schon ganz schön lustig. Nein! Nein, nicht schon wieder! Willst du mich schon wieder abfacken? Alter, boah, ich könnte so kotzen gerade, das glaubt ihr gar nicht. Ich reconnecte mal schnell. So Leute, da sind wir wieder. Oh, ich krieg gerade Kotzreiz ohne Ende. 5 Coins, wenn a High Main Trade hits and turn. Mann, ich krieg gerade echt Kotzen, ey. Es kann nicht sein, dass ich jede 4 oder 5 Minuten hier einfach disconnecte. Das regt mich gerade tierisch auf, muss ich sagen. Oh, ich glaube, das war gerade ein richtig schönes Missplay. Ich hätte Animal Company into Huge Touch spielen müssen. Ja, komm, bitte töte den Ding. Du tötest meine High Main, das finde ich gut.
Das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und du bist jetzt bitte der Buff. Ne, du bist. Oh, du bist Thorn, das ist auch okay. Dann setz noch einmal disconnected, dann muss ich leider die Folge beenden, weil dann reicht es mir für heute. Ich hatte jetzt wirklich schon. Jetzt, das war der vierte Disconnect heute. Der vierte Disconnect in dieser Folge. Okay, Equality into Ding. Consecration, genau. Ist in Ordnung für mich. Ist in Ordnung. Er removed halt unser Board, was ein bisschen ätzend ist. Aber wir kriegen Princess Huaran. Wir spielen Huge Todd, wir spielen ihn, wir spielen die Fiery Bat und hitten einfach mal hier sein Gesicht ordentlich. Wir müssen halt aufpassen. Wir haben bisher einen Murloc gesehen, das ist eigentlich okay. Er kann also keinen Double Summon hier machen. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Die Sache ist nur... Ah, Stampeding Kodo. Komm, die Fiery Bat. Ah, okay, fast. Okay, da kommt der zweite Murloc raus. Aber das ist auch noch okay. Huge Start nochmal. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. I'll take you down with me. So, zwei Züge. GG. Come on. Do it. Do it. Do it. Er wird den Heal auf der Hand haben, schätze ich mal. Ah, okay, er spielt Ivory Knight. Okay, jetzt sucht er sich einen 10er Heal raus. Also die teuerste Karte. 8. Okay, das wird Lay on Hands sein. Equality into... Nichts. Into nichts. Das ist schön. Nice, Savannah High Main. Savannah High Main ist hier richtig gut gewesen. Wenn ihr jetzt nicht die richtige Karte zieht, ist es ein GG für uns. Yay, der Hunter. Ja, da habe ich das Lay on Hands, das war ja schon predicted von mir hier so. Okay, aber er wird sich nicht weiter healen können. Das heißt also, wir haben hier 10, 2 Damage zu wenig. Fuck, wir brauchen einen Kill Command oder sowas. Ram Wrangler? Ram Wrangler ist natürlich auch cool. Kommt irgendwas mit Charge? Wow. Natürlich die stärkste Karte, die man hier haben kann. So, komm jetzt, zack. Lethal, komm jetzt, zögere es nicht so lange raus. Wenn er sich halt jetzt nochmal für 20 healt, ist halt echt deprimierend. Dann können wir 2, 4, ich glaube einen würde davon traden. Wahrscheinlich den Huge Todd. Wahrscheinlich den Huge Todd. Das heißt, wir hätten 1, 4, 4, 8, 8, 8. Das wären einfach mal easy 14 Damage. Ja gut. Leute, stimmt, er hat einen Charger dabei gehabt. Ja gut, das bringt ihm aber auch nichts mehr. Well played. Well played. Well played. Nice, Leute, nice. Endlich mal wieder ein Standchen. Und das trotz Disconnect. Das erfreut mich sehr. Oh. Einen machen wir noch, Leute. Einen machen wir noch. Aber dann habe ich mich auch genug aufgeregt für heute. Mann, 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 Mann. Gegen einen Mage, das könnte schwierig werden. Okay, One-Drop, ein Two-Drop wäre mir noch lieber gewesen als der Infested Wolf. Ah, da kommt der Huge da draußen. Nice. Nice. Crazy Mage. Oh mein Gott, bist du crazy. Ah, nice. Call of the Wild, direkt im, als erst die Karte gezogen. Das ist okay. Coin into Hero Ability ist auch in Ordnung. Ich meine, es ist zwar traurig, aber es ist okay. Das ist so der typische Start für den Mage, wenn der Gegner die Fiery Bat rausspielt. Aber wir können auch einen Big Bad Wolf summonen. Spiel aber lieber den Huge Star. Der ist hier, glaube ich, ein bisschen mehr valuehaft. Wir haben jetzt eine größere Chance auf den Injured Qualdir mit unserem Kamel als mit. Als auf die Fiery Bat. Könnte von Vorteil sein für uns. Okay, er haut seine Spells hier gerade ganz schön raus. Nein, warum ziehen wir dich gerade? Du bist doch echt ein Penner. Komm, jetzt in Shot Qualdir. Yes! Und sein Babbling Book denied. Oh, shit.
Oh shit, Leute, das ist gut gelaufen. Das ist wirklich gut gelaufen. Und sein Bubble. Obwohl, ich glaube, Mana Wurm wäre hier jetzt schlimmer gewesen. Okay, da kommt Forbidden Flame. Er schießt 3 Schaden drauf. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Und ab geht die Party. Und die Party geht ab. Und ich sag: Kamel, geh in sein Gesicht. Der Kapuze hinterher. Ejo, was geht? Der Kapuze hinterher. Was zur Hölle? Warum? Okay. Finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen, an der Stelle. So, immer weiter ins Gesicht. Er ist also Dragon Mage. So ein bisschen. So halb, irgendwie. Könnte jetzt 3 Schaden auf unseren Kamel schießen. Mit seinem 5-4er. Denke ich aber nicht, dass er das macht. Und kommt da irgendwie was? Oder kommt da schon das Surrender? Oder haben wir wieder Disconnect? Nein. Okay. Okay. Alles safe. Ja, das ist uncool, aber ich meine, da kann ich leider nichts dagegen machen. Das ist wiederum sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir gehen jetzt richtig schön face. Aber mal um zu gucken, was er jetzt noch machen will. Ansonsten können wir in Turn 9 ihn einfach überrennen mit Call of the Wild, wenn er uns das Board übrig lässt. Ich meine, er muss jetzt den Blizzard auf der Hand haben. Oder die Freeze Nova, die Frost Nova. Nee, wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oder Cone of Cold würde ihn auch noch retten. Hit. Er hat den Blizzard wirklich auf der Hand. Oh, wie deprimierend. Wie deprimierend, Leute. I'll take you down with me. Okay, komm schon, jetzt Flamestrike und dann GG. Flamestrike und GG. Ich meine, wenn er jetzt Hero Ability auf unseren 1-1er macht, kommt trotzdem der 3-2er raus. Er ist ein Reno Mage! Er ist ein fucking Reno Mage. Oh mein Gott, warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Wie traurig. Ach, shit. Es ist mir echt nicht aufgefallen. Oh mein Gott. Nein, 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 kein Disconnect jetzt. Nein. Wir können gewinnen. Tu mir das nicht an, Hearthstone. Dann kriege ich echt eins zu viel jetzt hier an der Stelle. Ach, come on. Fuck you. Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn es jetzt ist. Ah, okay, warte, wir reconnecten schon. Okay, 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 okay. Alles gut. Bye bye, Reno. Ham. Okay, jetzt kommt der Flamestrike. Es ist nicht gut, aber es ist okay. Ist nicht gut, aber es ist okay. Wenn er ihn jetzt nicht haben sollte. Er hat ihn. Ich meine. Lol, er hat ihn nicht. Oh mein Gott, das ist traurig. Arcane Missiles? Nee. Ja, dann kommt jetzt mein Call of the Wild raus, Dude. Warum? Das wären. Ja, da können wir Dinge machen. Okay. Okay, noch 2 Hits. Er hat Reno schon draußen. Er müsste jetzt. Ein Secret haben, um sich zu retten. Nein, er hat ein Secret, um sich zu retten. Was ein Penner! Hat ihn aber trotzdem wieder Flamestrike gekostet. Wie spiegelt er jetzt am dümmsten? Ich hätte gesagt Feuerball into unseren 5-4er. Da muss er hitten und Hero Ability auf den 5-2er setzen. Mit Thanos hitten und. Ah, Kapitalist. Oh lol. Oh lol, er will sich wirklich einen ganzen Zug jetzt hier schenken. Okay, er macht den Trade hier auf jeden Fall. Und mit Thanos geht er face. Das habe ich mir schon fast gedacht. Er will da Card Draw rausspielen. Nee, 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 halt, stopp. Ja, es war klar, dass das ist. Spielen unseren Ram Wrangler raus.
LOL! Oh mein Gott, ist das traurig. Oh mein Gott, ist das traurig. Boah. Da zieht man einmal so eine OP-Karte und dann funktioniert's wieder nicht. Ah. Ah, was kann ihn hier noch retten? Leute, was kann ihn hier noch retten? Unser absoluter Disconnect könnte ihn hier jetzt noch retten. Worauf ich aber echt nicht hau. Frosto! Egal, wir haben Hero Ability. Was will er da machen? Ja, well played. Oh, Leute. Jetzt reicht's mir aber wirklich. Ja, alles klar. Ich muss Hearthstone wieder restarten. Boah, dieses Spiel, es kratzt an meinen Nerven im Moment. Meine Internetleitung kratzt an meinen Nerven. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist echt gerade... Boah, Leute. Ich könnte kotzen. Naja, wir haben den Sieg auf jeden Fall gekriegt. Trotz Disconnect. Wir haben Total Dominance, haben wir auf jeden Fall gekriegt. Wir haben 100 Gold da rausgekriegt. Haben jetzt 325 Gold. Ich hätte mal gesagt, komm Leute, wir gönnen uns jetzt hier ein paar Packs. Ich weiß gar nicht, auf was bin ich denn jetzt gegangen? Eigentlich auf die normalen wieder, gell? Weil wir da noch ein paar Legendaries brauchen. Oh, sag mir nicht, du hast jetzt schon Disconnected. Alter. Ja, auf die normalen Packs bin ich gerade gegangen. Das heißt, wir kaufen uns jetzt hier noch dreimal bitte die normalen Packs. Sind schon wieder auf 6 Packs, Leute. Wenn wir jetzt hier die Quest hier noch machen mit dem Priester, wenn es dann mal wieder funktioniert, gehen wir dann noch ein bisschen weiter hoch. Wir sind jetzt auch wieder auf 2 Sterne. Das freut mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.